So, wir werden uns heute mal den Aspec-Rennen widmen. Und zwar habe ich die Online-Saison-Challenges gefahren. Und zwar gibt es da ja jetzt auch Einzelrennen. Und die ersten habe ich leider versäumt, aber die zweiten werde ich euch mal zeigen. Insgesamt waren es 3 Stück. Und wir fangen hier einfach mal an mit der ersten Herausforderung für Anfängerklasse für Nichtrennwagen. Dort durfte man ein 450 LP starkes Fahrzeug an den Start bringen. Ich habe mich für den Peugeot 205 Turbo 16 von 85 entschieden. Und wir werden heute also die 3 Wiederholungen uns angucken. Und ich werde euch die natürlich kommentieren und dann hin und wieder noch ein bisschen was erzählen. Wer weiß, was so in sich entwickelt. Meistens ist es ja dann doch relativ interessant für die meisten, wie ich das so herausfiltern konnte. Und somit heute also diese Aspec-Rennen, die sind jetzt nicht top aktuell, muss ich sagen. Sind jetzt, glaube ich, auch fast schon 1 Woche alt. Aber wir können das ja nutzen, weil das wirklich auch ganz gute Grundlagen sind für Rennen, die wir da geboten kriegen. Und dann auch einfach mal einen Blick werfen können auf diese neuen Aspec-Rennen. Die gab es ja schon in Gran Turismo 5, sogar relativ häufig. Und dort konnte man immer gut Geld machen. Die wurden alle 2 Wochen aktualisiert und man hatte dann also auch immer ein bisschen was zum Fahren. Und das wird auch mehr oder weniger dann irgendwann mal, wenn wir die Karriere abgeschlossen haben, das weitere Programm werden für das Let's Play. Auf jeden Fall, wenn das so weitergeht und das so häufig gut angeboten wird, werde ich das dann mit aufnehmen ins Programm natürlich, so wie jetzt auch schon. Dann wahrscheinlich noch ein bisschen umfangreicher. Und es wird natürlich vielleicht auch noch neue Formate geben, die im Let's Play kommen. Das ist allerdings noch ein bisschen weiter hin, weil wir ja eben auch noch ein paar Rennen haben. Wir haben ja auch noch die gesamte S-Klasse vor uns und die A-Klasse haben wir auch gerade erst zur Hälfte abgeschlossen. Also wir werden hier schon noch genug Stuff haben fürs Let's Play. Und hier sehen wir natürlich auch schon, dass der Wagen ziemlich gut abgeht. Dieser Peugeot hat übrigens auch einen Allradantrieb. In dieser geringen Leistungsklasse von, ja, was waren es? Ich glaube, 450 LP ist das natürlich ein enormer Vorteil. Auch, dass das Fahrzeug so wenig wiegt. Also, ich kann den Wagen nur jedem empfehlen. Er geht ein bisschen schnell quer. Und das ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber man kann ihn eigentlich immer noch gut kontrollieren. Und somit hat man mit diesem Peugeot eigentlich gute Karten. Ich werde hier nochmal die Informationsanzeige einblenden, damit ihr auch hier auf dem neuesten Stand seid. Aber immer auf dem aktuellsten Stand, sage ich mal. Und wir können ja auch mal hier mal ein bisschen die Perspektiven wechseln. Das ist ja auch ein Vorteil von den Wiederholungen. Okay, man hört hin und wieder mal, fahr lieber live. Natürlich fahre ich ja auch oft live, letzte Folge oder sonst die anderen Folgen. Aber ich finde, das ist auch mal ganz cool, hin und wieder mal so eine Einblendungen hier zu haben, weil man hat echt einen schönen Überblick über die Rennen. Es sieht echt cool aus. Und ich kann auch mal ein bisschen mehr nebenbei erzählen. Das ist ja auch nicht immer so einfach, wenn man live fährt und kommentiert, kann man sich nicht auf ja, so hundertprozentig darauf konzentrieren. Zum einen nicht aufs Fahren, zum anderen nicht aufs Reden. Man muss so ein Zwischending finden. Von daher ist das eigentlich echt eine gute Lösung, dass man das mal so und mal so macht, denke ich. Und so kann man dann, glaube ich, auch diese Try-and-Error-Passagen vermindern oder verhindern, weil man ja bei den Online-Dingern manchmal doch vor eine Herausforderung gestellt wird. Und das will natürlich auch keiner sehen, wenn man ständig versucht und es klappt nicht oder dann klappt es ja, überhaupt nicht. Na gut, hier hat es jetzt alles beim ersten Mal funktioniert, außer beim letzten Rennen, was wir noch gleich sehen werden. Ja. Ansonsten, wie gesagt, der Wagen macht sehr viel Spaß. Ich bin jetzt hier auch schon auf der ersten Position. Wir sehen auch, dass das Rennen hier nach Zeit geht. Das ist hier also kein Rennen, was irgendwie rundenbasiert ist, sondern ich glaube, 5 Minuten waren es. Den Wagen habe ich übrigens auch eingestellt. Da ist ein kurzes Getriebe drin, eine Rennbremsanlage, eine weiche Aufhängung. Ich glaube, Turbolader der Stufe 2 für mittlere hohe Drehzahlen und auch drinne ist ein voll anpassbares Differential, was ich hier ein bisschen eingestellt habe. Vorderachse ist es auf 15 gestellt, Hinterachse auf 25 und die Zentraldifferentialantriebs
ja, Verteilung ist 80% Heck und 20% Front und deswegen bin ich hier auch relativ quer immer unterwegs. Macht auch einen Heidenspaß, es ist sehr gut kontrollierbar, auf harten Sportreifen übrigens. Und ja, macht wirklich Laune. Dieser geringe Radstand, den der Wagen hat, der trägt natürlich dazu bei, dass man ihn schön um die Kurven kanten kann. Natürlich wäre es hier auch möglich, vielleicht so ein Fun-Fahrzeug zu nehmen, zum Beispiel der Suzuki GSX, den ich einmal gezeigt habe. Mit dem hätte man wahrscheinlich dann noch weniger Probleme, aber das passt nicht so ganz zu den anderen Fahrzeugen natürlich. Und deswegen ist es schon besser, glaube ich, dass man hier so einen Wagen nimmt, was der zumindest irgendwo in der gleichen Klasse wie die Gegner sich befindet. Ja, hier nochmal ein kleiner Drift. Lädt natürlich auch ein, die Strecke. Ja, der Wagen ist ja auch angelehnt natürlich an dieses legendäre Rallye-Car davon, der 205, der in der Gruppe B eingesetzt worden ist damals. Eine Legende des Rallye-Sports, kann man sagen. Damals als Gegner auch des Audi Quattros unterwegs gewesen. Das hier die Sportversion davon sozusagen. Ja, und hier haben wir das Rennen gewonnen. Und hier werden wir dann auch wieder zurückgehen und uns das nächste anschauen. Also wir werden jetzt immer quasi eine Stufe höher steigen. Und eben haben wir, wie gesagt, 450 LP gehabt. Und jetzt, das ist Spar. Wir machen erst die nächste. Und zwar Herausforderung der mittleren Klasse für Nicht-Rennwagen, also Roadcars. 550 LP war das hier. Und ich habe mich hier für den Nissan GT-R Spec V entschieden, Baujahr 2009. Und wir fahren auf dem Apricot Hill Raceway. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, auch der Nissan ist natürlich ein Allradfahrzeug, was natürlich auch sehr hilfreich ist. Die Einstellungen, die ich zum Beispiel beim Peugeot gemacht habe, was das Differential angeht, habe ich auch hier gemacht. Ich habe hier wieder 25% Beschleunigungsempfindlichkeit auf der Hinterachse und 15% auf der Vorderachse, sowie eine Verteilung von 20:80, was den Antrieb angeht, Zentraldifferential. Und den Wagen habe ich natürlich auch ein bisschen individuell hergerichtet. Und ja, Nissan GT-R immer eine gute Wahl, gerade was so die Klasse 550 LP angeht. Er hat natürlich ein relativ hohes Gewicht, der Wagen, aber muss natürlich dazu sagen, dass er auch über eine Trans-Axle-Bauweise verfügt. Das habe ich auch schon öfters mal erwähnt. Das heißt, das Getriebe ist im Heck verbaut, sodass der Wagen eine deutlich bessere Gewichtsverteilung hat. Einige Wagen haben das, zum Beispiel der SLS oder auch der Aston Martin DB9 oder auch der DBS oder DB12, das ist glaube ich Vantage V12, ja so war's. Und auch Jaguar hat das glaube ich eingebaut in manchen Fahrzeugen, wenn mich nicht alles täuscht. Einer der ersten Hersteller, die das gemacht haben, war übrigens Porsche, ich glaube mit dem 924. Und das Fahrzeug fährt sich sehr, sehr gut. Hier sind wir zwar ein bisschen rausgekommen, ein bisschen weit, aber trotzdem an und für sich ein Auto, was sehr, sehr gut liegt. Die sind hier auch, glaube ich, auf Sportreifen Mittel unterwegs, genau. Diese Reifen verwendet man ja sonst eigentlich fast nie. Hier sind sie vorgeschrieben, also als maximal zu nehmender Reifen. Haben wir natürlich auch gemacht. Und hier haben wir auch starke Gegner, Ferrari F40. Und es gibt ja auch noch andere Nissans, wo man sagen würde, der ist doch stärker. Zum Beispiel der Black Edition GT-R. Aber ich glaube, der hier reicht völlig hin. Und man muss den Wagen hier sogar ein bisschen drosseln, damit man auf 550 LP kommt. Somit hat er dann wahrscheinlich
wenn man jetzt das so nebenher legen würde, eine deutlich geringere Motordrosselung drin als der Black Series. Das ist natürlich auch besser für die Beschleunigung. Schönes Auto, würde ich auch privat gerne fahren. Können wir uns ja auch mal hier ein bisschen die Perspektiven angucken. Müsste mir auch mal bald mal einen neuen Renn-Overall holen. Irgendwie habe ich den schon seit Anfang an drin. Der gefällt mir auch nicht so gut. Hier sehen wir auch die ganzen Instrumente. Ich glaube, wir haben den Wagen schon mal gefahren. Zumindest den Black Series haben wir schon mal gefahren. Im Let's Play. Huch, jetzt haben wir hier aus Versehen das Fahrzeug gewechselt. Ja, Lamborghini Gallardo, einer auch der stärksten Fahrzeuge in diesem Segment. Er ist zwar nicht ganz so besonders leicht zu kontrollieren anfangs, aber wenn man es drauf hat, der hat einen enormen Durchzug. Und wenn man das gut umsetzen kann, hat man in der Klasse 550 LP mit dem Gallardo richtig gute Karten. Und noch ein weiteres gutes Fahrzeug ist der Lexus LFA. Und da vorne fährt jetzt, glaube ich, auch noch ein Ferrari 430 Scuderia rum. Und das ist natürlich auch immer ein Auto in dieser Klasse, was man auf der Rechnung haben muss. Ja, hier auf Apricot Hill wird ja auch bald der nächste Lauf der Endurance-Serie stattfinden. Das wird allerdings erst Ende Juli geschehen. Aber das wird dann wahrscheinlich auch sehr, sehr interessant und cool werden, weil die Strecke natürlich dann auch sehr dynamisch ist und sehr, sehr viele schnelle Kurven bietet, was dann auch interessant wird im Sektor der LMP1-Fahrzeuge natürlich, die ja auf diese langen, schnellen Kurven eigentlich ausgelegt sind. Und hier wird es dann natürlich auch mit dem Tag- und Nachtwechsel sehr cool. Die Strecke ist zudem sehr, sehr gut beleuchtet bei Nacht, was dann den Schwierigkeitsgrad auch ein bisschen senken wird. Es ist ja doch schon ziemlich schwierig, in der Nacht zu fahren mit LMP-Autos. Dann, wenn es auch noch regnet oder so, wird es noch schlimmer oder schwieriger. Und somit hat man hier, glaube ich, dieses Problem etwas minimiert. Und ich finde es echt cool, dass die Entwickler das hier so schön aufgebaut haben wieder. Im fünften Teil war die Strecke ja nicht mehr enthalten. Und jetzt im sechsten ist sie komplett überarbeitet wiedergekommen. Auch wenn sie ein bisschen anders aussieht als das Original. Da war zum Beispiel da dieser Hügel in der Mitte viel mehr Felsen und viel größer. Und auch die Kurven waren etwas anders. Nicht so von den Höhenunterschieden ganz so ausgeprägt. Aber immer noch eine coole Strecke gewesen. Aber jetzt echt geil gemacht. Kann man nur den Hut ziehen. Und es werden übrigens auch wieder neue Informationen über den Track Editor oder den Course Maker veröffentlicht, vor einer Woche auch schon. Und zwar ist der wohl offensichtlich zurzeit in der Beta-Phase und soll noch kommen. Einer meiner größten Wünsche für GT übrigens. Und ich hoffe, dass sie das Ding gut umsetzen und dann bald rausbringen werden. Würde ich mich echt sehr darüber freuen. Ja, ach so, hier hätten wir eigentlich auch nochmal hier die Telemetriedaten einblenden können. Hier habe ich jetzt auch leider die Schikane ein bisschen sehr stark gecuttet. Macht man natürlich nicht so. Da sollte man dann doch eher auf der Strecke bleiben. Die lange Start- und Zielgerade ist übrigens auch sehr abfällig, also die geht ziemlich bergab. Merkt man so beim Fahren gar nicht unbedingt, aber in der Wiederholung sieht man es dann sehr schön, dass es da doch ganz schön Höhenunterschiede gibt. So, in der letzten Runde schauen wir uns hier nochmal das Cockpit nochmal an. Japan typisch natürlich auf der rechten Seite verbaut.
Wagen kommt hier hin und wieder mal ein bisschen quer. Natürlich haben wir auch keine Rennreifen am Start, sondern wie gesagt die Sportreifen. Ja, vom Schwierigkeitsgrad her muss man sagen, dass es keine besonders große Herausforderung war, zumindest das erste und das zweite Rennen. Da ist es eigentlich ziemlich easy zu gewinnen. Ihr seht es auch, ich habe einen ziemlich großen Vorsprung schon und ich habe das Fahrzeug jetzt nicht so besonders eingestellt. Wie gesagt, ich habe das Differential eingestellt und die Bremse und viel mehr glaube ich nicht. Also es ist eigentlich sehr, sehr leicht möglich, diese beiden Rennen zu gewinnen. Und ja, von daher muss man sagen, kann das jeder schaffen. Das, was man da an Geld gewinnt, ist jetzt nicht so viel, aber es lohnt sich schon. Also wenn man das Auto hat und nicht so viel investieren muss oder ein Auto generell dafür hat, dann kann man das ruhig mal machen. Und man hat immer noch mal eine kleine Herausforderung, wenn man schon alles durchgespielt hat. Ja, und jetzt schauen wir uns auch noch das dritte Rennen an. Also heute werden wir ein bisschen Überlänge haben vielleicht, wenn wir so an die 30 Minuten kommen. Und das ist ein ziemlich cooles Rennen. Herausforderung für Experten, Klasse für Rennwagen. Und dort ist die Leistung auf 700 LP beschränkt, das heißt Le Mans Prototypen. Und dort werden wir jetzt den Audi R8 sehen, das Audi R8 Race Car von 2001, also den Prototypen. Und dort fahren wir 5 Runden Circuit de Spa-Francorchamps. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Also Spa fahren wir. Und das ist ein geiles Rennen. LMP-Autos auf Spa, das verspricht immer viel Spaß. Ja, Flachwitz, der kommt gleich unter der Tür durch. Und ja, das gucken wir uns jetzt nochmal gemeinsam an. Audi R8, auch ein sehr, sehr geiles Auto. War, glaube ich, in Gran Turismo 4 auch mal eines der besten Wagen überhaupt. Hat auch oft Le Mans gewonnen mit Christensen damals. Und ja, schönes Auto. Ist sogar ein bisschen getuned. Da ist ein Turbolader drin, der Stufe 2. Und ja, die Gegner natürlich auch LMP-Wagen. Unter anderem fahren hier auch Minolta Toyotas mit. Und Toyota GT1, wie wir da gesehen haben. Aber auch Peugeot 908 und Peugeot 905, also ganz schön breit gefächertes Feld. Und wir sehen hier, der Wagen bleibt hier in der Einführungsrunde fast stehen. Das ist schon ein bisschen extrem. Und das hat sich gereimt, war aber unbeabsichtigt. Und jetzt sehen wir den Start und dürfen uns jetzt hier auf 5 Runden in den Ardennen freuen in Spa. Haarnadelkurve hier. Wir haben einen sehr guten Topspeed auch mit dem Auto, wegen eben diesem Turbolader auch. Schauen wir uns mal die Eau Rouge an. Da können wir fast außenrum vorbeigehen, aber da wurde dann die Tür ein bisschen zugemacht. Aber echt geil mit diesem Wagen hier fahren zu können. Ja, die Bremspunkte muss man etwas früher setzen als normal, weil man eben auch deutlich höhere Geschwindigkeiten fährt. Und von diesem Aspekt gesehen, her gesehen, muss man sich etwas vorsehen. In den Kurven liegt der Wagen immer noch sehr gut. Während der Peugeot da gerade ins Kiesbett weiterfährt, sehr, sehr komisch. Also die KI ist ja auch manchmal ein bisschen überfordert. Aber die ist ja generell mit sich selbst immer überfordert. Diese schnellen Passagen, da muss man auch sehr vom Gas gehen. Der Wagen hat in dieser Ausführung hier mit dem Turbolader so viel Power, dass man eigentlich hier die kaum richtig gebändigt bekommt. Und in den schnellen Kurven kann man eben nicht Vollgas fahren. So, wir schalten hier nochmal die Ansichten dazu, beziehungsweise ja die Instrumente. Und wir gucken hier auch nochmal in die Cockpit-Perspektive.
Die sieht sehr, sehr ätzend aus, sehr matschig. Natürlich ist das hier kein Premium-Cockpit. Und aus dem Grund werden wir hier auch gleich wieder rausgehen, aber wir werden uns mal die Dachkamera anschauen. Die vermittelt sehr gut natürlich das Geschwindigkeitsgefühl auch. Und kommt bei den LMP-Wagen schon ziemlich cool. Ja, Mazda 787B vor uns, auch ein sehr, sehr starkes Auto. Ein Klassiker der Le Mans-Geschichte. Ah, und das Auto erinnert mich auch immer an Smedyline, den kennt er natürlich auch. Weil der dieses Auto so geil findet. Ich finde es auch richtig geil. Aber der schwärmt richtig davon. Und das Auto hier vorne, der Jaguar XJR, glaube ich. XJR 8 oder so. Der erinnert mich auch an Smedyline, weil das ist 88er Baujahr, genauso wie er. Und ja, die haben wir auch gut überstanden. Diese Wagen haben natürlich weniger Abtrieb gehabt als die aktuellen oder neueren Wagen. Dadurch aber auch viel höhere Geschwindigkeiten und die sind, glaube ich, in Le Mans auch teilweise 480 km/h gefahren damals. Also enorme Geschwindigkeiten. So, jetzt sehen wir hier auch, wie ich in diese schnelle Kurve fahre zum Beispiel. Hier muss ich immer ein bisschen lupfen, weil ich sonst zu viel Geschwindigkeit habe in der Kurve. Pascal Rolo hier vor uns. Ein privates LMP1-Team damals gewesen. Gibt es ja kaum noch, nur noch Rebellion. Bisschen schade eigentlich. Denen ist dann das Geld ausgegangen. War eigentlich immer eine Legende von Le Mans mit. Hier der Peugeot 905, auch ein legendäres Auto aus der Ära von früher. 92 rum, glaube ich, müsste das gewesen sein. Sind schon sehr interessante Konzepte und Fahrzeuge entstanden in diesem Bereich. Ich wünsche mir ja persönlich auch immer noch den Porsche 911 GT1. Den Le Mans Prototypen. Das war ein geiles Auto. Aber ja, wir müssen gar nicht erst wieder anfangen von wegen Porsche Lizenz hin oder her. Man darf sich ja mal was wünschen, man darf ja mal ein bisschen träumen. Wir wissen alle, dass die Lizenz bei EA liegt und wir wissen auch alle, dass keiner so genau weiß, ob die Lizenz jemals in die Hände von Polyphony Digital geraten wird. Zu wünschen wäre es sich allemal. Ja, vor uns jetzt als nächstes der Nissan 92 CP. Ein Auto, was natürlich sehr stark war früher, was aber auch ganz komisch mal abgeflogen ist. Es gibt ja diesen Unterlufteffekt, durch die manche LMP-Fahrzeuge oder viele sich schon mal ziemlich gecrashed haben. Das heißt, bei irgendwelchen kleinen Unebenheiten kommt viel Luft unter das Auto und hebelt es aus. So ist es auch dem Nissan mal passiert in Fuji, ganz früher mal. Also Fuji wurde auch schon 1990 irgendwann gefahren oder Anfang der 90er und dort ist auch mal ein Nissan 92 CP mit Unterluft auf der Geraden hochgeflogen, hat sich aufs Dach gedreht und ist aufs Dach gekracht. Ganz komisch sah das aus. Ich habe da mal bei YouTube ein Video von gesehen. Also die Konzepte waren damals also noch nicht sehr ausgeglichen und den Minolta Toyota haben wir hier sehr einfach überholen können. Und jetzt sind wir auf der zweiten Position und nur noch einer ist vor uns. Das heißt, wir haben hier wirklich einen guten Rennspeed aktuell. Und das ist auch ein Pescarolo. Das ist ein Pescarolo C60 vom Team oder GV5 vom Team Judd. Und der hat sich hier erstmal ordentlich verbremst. Und wir fahren da direkt mal hinterher. Kann mal passieren. Also die KI, und jetzt auch der Minolta da, und da hinten fährt der Nissan komplett raus. Also die KI ist hier dermaßen beschissen am Start, dass man das echt nur noch so bezeichnen kann. Der einzige Vorteil ist, sie sind mir hier nicht ins Heck gefahren. Also das ist mir auch lieber, wenn die ins Kiesbett fahren, als wenn sie mir ins Heck fahren. Von daher muss ich sagen, lieber so als andersrum.
Ja, auf dem Auto ist übrigens auch Werbung drauf für Infineon. Oder war zumindest damals. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile noch drauf ist. Nee, ist nicht mehr. Es wurde nämlich weggeixt. Wir sehen da in diesem kleinen Kreis an der Seite nämlich nur noch Streifen. Früher stand da Infineon. Wahrscheinlich haben die Polyphony-Leute nicht mehr die Lizenz. Mussten von daher diesen Sponsoring ungültig machen. Und ja, das war ja auch eine Strecke, die es mal in GT gab. Der Infineon Raceway war eine schöne Strecke, bin ich auch gerne gefahren. In den USA übrigens liegt diese Strecke. War in Gran Turismo 4 einmalig verfügbar in zwei Varianten. Und ansonsten leider nicht mehr wieder im Spiel aufgetaucht. Schade eigentlich. Ich glaube, Forza 4 hatte dann die Lizenz für die Strecke. Und somit war die Strecke dann, ja, auf einmal bei Forza. Bei Forza 4 bin ich sie mal gefahren. Genau, schon länger her. Aber da wurde sie auch gut umgesetzt. Und ich glaube, dass die eben auch irgendwie vielleicht Lizenzprobleme hatten. Naja, genauso wie Top Gear gibt es ja auch nicht mehr in GT6. Wurde zwar nie erwähnt, aber die Strecke ist nicht mehr verfügbar. Den wenigsten ist es überhaupt aufgefallen. Weil es ja hieß, alle Strecken aus GT5 werden auch in GT6 da sein, aber wie gesagt, Pustekuchen ist nicht der Fall. Top Gear fehlt. Gut, können wahrscheinlich viele auch verkraften, aber das ist eine Strecke, die jetzt zum Beispiel in Forza Motorsport verfügbar ist. Dunsfold Aerodrom, und da sieht man auch, dass da ein ziemlicher Krieg herrscht, ne? Also Strecken werden sich gegenseitig abgeworben und auch hier so Lizenzen und so. Und das ist schon ein ganz schöner Konkurrenzkampf. Ich finde es immer nur schade, wenn irgendwelche Leute dann kommen und sagen, Forza ist besser. Am geilsten sind die Vergleiche von Forza 5 mit GT6, wo die Leute gar nicht checken, dass Forza 5 natürlich viel besser aussieht, weil es eben auch ein Next-Gen-Titel ist, der viel bessere Hardware am Start hat. Und dann heißt es, ja, guckt euch mal die Grafikunterschiede an, das ist viel besser. Ja, aber man kann es einfach nicht vergleichen. Man könnte Forza 4 zum Beispiel, könnte man gut mit GT6 vergleichen, was die Grafik angeht, aber grundsätzlich sind die Spiele auch vom Ansatz her ziemlich verschieden, so dass ich will gar nicht sagen, dass Forza schlecht ist. Forza ist ein Spiel, was ich auch immer gerne gespielt habe, Forza 4 zumindest, aber mir gefällt eben gerade wegen dem Fahrverhalten GT6 besser. Und das ist meine persönliche Meinung. Ich finde, es ist realistischer, mir macht es mehr Spaß. Das Auto liegt satter für mich, und für ein Rennspiel ist für mich eben auch das höchste Kriterium, dass es ein gutes Fahrverhalten hat unter Simulationsaspekten. Und ja, da könnt ihr jetzt sagen, was ihr wollt. Ich sehe das so, und für mich ist das so, und ich habe auch nichts dagegen, wenn irgendwer sagt, dass er Forza besser findet. Und einige sagen dann ja auch, Forza fühlt sich für mich besser an, dann soll es so sein. Dann ist das für diese Person so, und dann ist das cool, das sollte man auch respektieren. Genau, wenn ihr das sagt, dann ist das so. Und ich finde es halt immer nur blöd, wenn man sich dann darüber streitet, wie im Kindergarten. Das ist aber besser, aber das hat das und das hat dies, das ist Quatsch. Und somit bin ich dafür, dass einfach alle mal ein bisschen toleranter werden, was diese verschiedenen Rennspiele angeht. Wir sind alles Online-Rennfahrer in Rennsimulationen, und deswegen muss man sich da, glaube ich, nicht wegen solchen Spielen irgendwie mal in die Wolle kriegen. Ist völlig unnötig. Aber egal, zu Ende mit der Moral, und jetzt ist auch das Rennen zu Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Woche.